Hier ist wieder Mesh unter Messer. Ich bin der Sven und ich habe einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei mir, die mich begleiten werden, während wir die Folge 5 der zweiten Staffel besprechen. Dr. Pierce and Mr. Hyde ist der englische Titel und die geniale deutsche Übersetzung, weil diesen Bezug ja niemand verstanden hätte, ist zur lustigen Latrine. Ich weiß wirklich nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber das muss ich ja auch nicht wissen. Ja, dann sag doch nochmal, wer ihr so seid. Hallo, Halli. Die Alex. Der Arnim. Der Flo. Der Sven. Der andere Sven. Der Gag wird auch nie alt, ne? Ja, der Sven, vor dem das Wasser nicht wegläuft, sobald er das Gesicht nur über den Deich steckt. Ich hab's euch gesagt, wenn ihr nicht aufhört, dann heiße ich auch bald Sven. Soll ich mich umbenennen in Nevs? Nee, das hilft alles nicht. Gut, apropos nicht helfen. Wir sind alle ein bisschen übermüdet und das ist auch der gute Hawkeye. Nach ungefähr 48 Stunden Dauerarbeit beginnt er etwas merkwürdig zu sein und nach 36 Stunden dreht er dann komplett durch. Nachdem ihm der Verdacht beschlichen hat, dass da draußen ein Krieg im Gange ist, versucht er auch herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Und naja, diese Frage stellt er dann auch dem Präsidenten per Telegram, nicht Telegram, den Messenger hatten sie damals noch nicht. Und naja, statt der Antwort vom Präsidenten kommt dann halt nur eine Antwort von General Clayton. Der kommt nämlich vorbei, um direkt mal zu antworten. Inzwischen hat allerdings Frank die Antwort bereits geliefert, unfreiwilligerweise. Es geht nämlich um die Latrinen und selbstverständlich versucht Hawkeye dann sofort die Offizierslatrine nach Nordkorea zu schaffen, damit die dann auch mit diesem dämlichen Krieg endlich aufhören. Dummerweise sitzt im Moment der Abfahrt ein gewisser General gerade auf dieser Latrine und naja, das hilft alles in allem nicht. Ja, es wird halt lustig auf der Latrine. Ja, aber dieser Titel, also ich weiß ja nicht. Ja. Ich habe mich ja gefragt, ob diese Latrinen häufiger auf Kufen gebaut wurden. Also waren das irgendwie Plumpsklos und man musste sie verschieben können oder war das für die Handlung? Das ist das Wort Latrine. Das M in Mesh steht für mobil, ist das Einzige, was ich dazu sage. Aber die hast normalerweise immer Löcher gegraben und hin und wieder verschoben. Ja, aber auf diese Weise? Also du hast nicht irgendwie eine Grube gebuddelt, sondern tatsächlich... Okay, ja gut. Nee, das macht man heutzutage und damit gibt es das berühmte Shit Lake, wo es auch auf Google wunderbare Reviews zu gibt, dass man beim Morgen auch den wunderbaren Duft in der Nase hat. Kann ich mal den Link für die Shownotes raussuchen. Geilsten Review überhaupt für eine Touristenattraktion auf Google. Like. Wo wir jetzt gerade sowieso schon vom Thema abgekommen sind und über Militärtoiletten reden. Ich hörte mal von einer vom deutschen Militär betriebenen Toilette, wo die Rohre nicht ausreichend dimensioniert waren, weshalb man dann das wohlgemerkt benutzte Klopapier in einen entsprechenden Mülleimer zu entsorgen hatte, statt in die Toilette. Ihr könnt euch vorstellen, da diese Latrine auch oder diese Toilette, wenn man sie so nennen möchte, auch in einem warmen Land stand, oder vielleicht sogar noch steht, das würde mich jetzt nicht wundern, wie das da dann gerochen hat. Das ist in Südamerika Usus, das mit den Toiletten und extra Papierstapel. Habe ich so ein halbes Jahr erlebt, ja, das ist nichts Besonderes. So eine Weltreise ist gar nicht immer nur lustig, ne? Ja, manchmal auch die lokalen Gerüche sind interessant. Ja, ich habe gleich ein wunderschönes Zitat, als sich Hawkeye dann noch nicht völlig durchgedreht ins Bett legt und irgendwie nicht schlafen kann, sagt er den schönen Satz, Morpheus, don't just stand there, I'm yours. Ja, insgesamt fand ich den Anfang schon extrem nett, von der, wo sich dann Henry mit Raider unterhält, so nach dem Motto, Rücksend der 41er Restbestände Huhn. Nee, bloß nicht, die sind besser als die 39er Restbestände Hamburger. Und im Endeffekt ist es ja auch wieder nur eine Standard-Mesh-Folge. Ne? Wir beginnen wieder in einer OP-Szene oder eigentlich Post-OP-Szene und dann fängt die Handlung an. Ja, wobei die OP-Szenen ja diesmal auch ganz explizit ja so wichtig sind, weil sie halt dazu führen, dass Hawkeye überhaupt so durchdreht. Ich weiß nicht, war von euch jemand schon mal so müde, dass er oder sie nicht schlafen konnte? Ja. Ja. Ich war schon mal so ausreichend wach, dass ich in ähnlichen Zuständen war. Das war bestimmt nicht, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich kann immer schlafen, aber ich habe schon mal viel länger nicht geschlafen, ja.
Ich habe früher mal Netzwerkpartys organisiert. Muss ich noch mehr erzählen? Nee, lieber nicht. Also bei mir war es, ist es in der Tat öfter so, dass ich speziell, wenn ich längere Zeit irgendwie Auto gefahren bin, dass ich dann zwar hundemüde bin und mit mir auch nichts mehr anzufangen ist. Also ein Gespräch mit mir, da könnte man sich auch dann irgendwie lieber mit dem Kopfkissen unter mir unterhalten. Das wäre produktiver. Und ich kann dann aber trotzdem erstmal eine ganze Weile nicht einschlafen, weil ich zwar müde und fertig bin, aber trotzdem irgendwie noch so in diesem Ich-muss-jetzt-wach-sein-Modus aus dem Auto, dann ja. Ja, das ist ja ein bekanntes Problem. Deswegen haben sie ja diese Go- und No-Go-Pillen beim Militär, also Beruhigungsmittel und Methamphetamine, um dich wieder hochzupushen. Deswegen, es wunderte mich in dieser Folge, dass das gar nicht zur Sprache kommt, weil das ist ja eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg bis heutzutage eigentlich eine Standardpraxis, auch beim US-Militär und oder auch den ganzen Koffein. Schub. Man sieht Hawkeye da auch gar nicht so richtig mal ordentlich richtig Kaffee tanken. Und das ist ja da doch eigentlich eher so der Standard. Ja, aber die Folge ist aus dem Jahr 1973. Da hat sich kein Fernsehsender in Amerika getraut, Drogen so darzustellen. Ja, 73 oder so wurde das erst in Deutschland verboten, ne? Das Pervertin, was sie damals ja immer geschluckt haben. Müsste ich mal nachgucken, aber das war so, bis in der Zeit war das üblich, auch Geschäftsleben, sich morgens mal ordentlich ein bisschen Methamphetamin reinknallen, damit man gut durch den Tag kommt. Yay, ja. Wirtschaftswunder. Ich glaube, das ist heute im Geschäftsleben immer noch üblich, da redet halt noch keiner drüber. Ja, also in der Folge reden sie sich einfach nur aufs Adrenalin raus. Genau. In some people the overproduction of adrenaline can lead to impulsive, even psychotic behavior, ist der Satz, der da einmal so als Erklärung geliefert wird und dann dreht Hawkeye halt durch. Ja, also im Deutschen ist das eine Adrenalinüberproduktion, kann zu einer Macke führen. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Genauso mit dem Satz, was macht der denn hier? Ja, der ist Arzt, vielleicht ist ja hier jemand krank. Und ich habe mir dick über die Seite geschrieben, das Björn-Gedächtnistaxi. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße nach Hamburg. Das musst du jetzt erklären. Ja, Hawkeye wird ja dann mit einem Rolli durch die Gegend geschoben. Oh. Und unser aller. Ja, aber fast mal Björn hinten Björn. Einen Rolli, hast du gleich an der Hängen, ja. Ich möchte gerade den Zustand wissen, in dem Björn sein müsste, damit er sich so durch die Gegend schieben lässt. Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, das kriegt man einfach nur mit Übermüdung und Drogen nicht hin. Gut, ich habe mir die Frage aufgeschrieben, ja, wie bringt man jetzt jemanden zum Schlafen? Ne? Wenn die Person nicht schlafen möchte, dann, ja, ist jetzt schwierig. Dann muss man die Person beschäftigen, eigentlich. Das sieht man nachher bei Hotlips sehr gut, wie das geht. Also das Übliche, was sie ja immer versuchen, jemanden einfach mal mit, Chloroform oder Äther oder so, einfach mal ganz schnell um die Ecke, versuchen sie diesmal ja interessanterweise nicht. Ja, und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer vergangenen Folge besprochen, das geht halt auch nicht so schnell. In irgendeinem der Getränke sollte doch irgendwie was drin sein, oder? Ja, da haben sie so ein paar komische Pillen aufgelöst. Für mich sah es aus wie Süßstoff, aber man kann ja raten, was es sein sollte. Ja, und später hauen sie ihm ja noch eine Spritze in, versuchen sie ihn hinzurammen und erwischen dabei Hotlips, was ja auch wunderbar ist. Ich hatte die Folge mit meiner besseren Hälfte geguckt und da kam nur so, na, wetten, das ist die falsche, boom, zack, kippte Hotlips um. War halt einfach mal auf Ansage. Wobei ich sagen muss, bei dem Zustand, den Pierce da inzwischen erreicht hat, ist das einer der wenigen Momente, wo ich gesagt hätte, ja, okay, hier geht jetzt dieser Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung wirklich mal in Ordnung. Der ist inzwischen definitiv eine Gefahr für sich und andere. Und da dieser Gefahr muss man halt auf diese Art und Weise begegnen. Das sehe ich ein, wenn denn solche Sachen so wirken würden, wie sie das im Film tun. Ja. Wobei ich mir auch aufgeschrieben hatte, so das stumpf durch die Wäscheleine rennen, das ist mir auch schon so bei Übermüdung mal schon ein paar Mal passiert. Einfach mal geradeaus rennen und dann nach 15 Sekunden feststellen, da war doch irgendein Hindernis. Oh ja, kenne ich. Aber Alan Alda spielt das aber auch großartig. Also man nimmt es ihm wirklich ab, dass das so richtig am Ende ist. Aber Alan scheint diesen Zustand auch schon mal gehabt zu haben. Im Gegensatz zu dem Schreiber, der hat sich da manches Zeug zurechtgeschrieben, wo ich mich frage, wie kommt er da drauf? Wenn du den Schreiber der Episode meinst, das war Alan Alda zusammen mit Robert Klein. Dann waren das vermutlich die Punkte, die der gute Robert gemacht hat, weil, wie gesagt, dem schauspielerischen Punkt nehme ich es ab. Also insofern scheint von ihm das so nicht zu kommen. Was meinst du denn? Was hast du da einen konkreten Punkt? Diese Dinge, wo er völlig wirres Zeug faselt, wo er nicht mehr im Thema ist.
Was ist daran? Wahrscheinlich. Dass das wirre Zeug in sich keinen Sinn macht, das meine ich. Ja, ich weiß nicht, dass ich dann irgendwie, ich behaupte jetzt einfach mal, schneller denke als rede und dann irgendwie so zwei Gedanken ausgelassen habe in der Müdigkeit, das könnte mir auch schon mal passiert sein. Also von daher, mir ist da jetzt auch nichts konkret im Gedächtnis geblieben. Also ich fand das schon. Und ich war leider beschäftigt und hab's mir nicht aufgeschrieben. Ich dachte mir nur an zwei Stellen, okay, vielleicht hat der Schreiber das noch nicht so erlebt. Naja gut, also diese Detektivgeschichte, dass er so rumdetektiviert, das ist schon ein bisschen viel Aufwand für einen, der völlig übermüdet ist. Und so nach dem Motto, wir scheinen mitten in einem Krieg zu sein. Also wenn sie jetzt nicht mehr fliegen, gibt es keine weiteren Verwundeten. Aber es gibt halt auch vom Guinness Buch der Rekorde, hat einer mal live auf dem Radio versucht, einen Rekord aufzustellen, so wach zu bleiben. Und ich glaube, nach Stunde 48 fängt er dann über irgendwelche Spinnen, die aus den Wänden kommen, zu reden, live auf Radio. Also so gesehen, so ganz verrückt ist das hier nicht, was der da von sich gibt. Was ich ganz spannend finde, ist, in einigen Szenen habe ich ja das Gefühl, dass niemand so genau weiß, ob Hawkeye jetzt einen Witz macht oder ob Hawkeye gerade durchdreht. Das ist natürlich, wenn du so ein Klamauk-Bruder wie er bist und alle das wissen, echt ein bisschen gefährlich, ne? Ja. Das Schlimme ist ja, dass Leute, die übermüdet sind, ja immer noch auf ihre Art und Weise funktionieren. Das Problem hast du halt oft bei Militärpiloten, dass die halt immer noch der Meinung sind, ja, fliegen funktioniert noch wunderbar. Ja, dann machen sie halt Scheiße, ne? Und deswegen, das ist extrem gefährlich. Du siehst es den Leuten ja nicht an ab einem gewissen Punkt. Da ist ja deine Adrenalinproduktion so hoch, dass du wieder völlig rational funktionierst, erstmal für den Außenstehenden, bis du halt einfach mal völlig umklappst. Ja, und vom Operieren hat ihn ja auch noch niemand abgehalten. Also ich meine, die anderen sind ja noch da und bei aller Führungsschwäche, die Henry so hat, bezweifelt jemand von euch, dass er ihn gewaltsam aus dem OP entfernen lassen würde, wenn er anfängt, Scheiße zu bauen? Also ja, also da würde er wahrscheinlich, wenn der nicht davor zusammenklappen würde, einfach mal Frank dafür abkommandieren. Ja, du hast solche Sprüche wie, geh mal schlafen, gib deiner Meise in der Birne endlich mal Zeit, mehr zu brüten. Aber ich weiß nicht, sie haben ihn ja schon versucht, aus dem OP rauszuwerfen. Damit die Meise nicht brütet, war die Ansage. Ja. Es scheint ja im OP noch ausreichend zu funktionieren, dass man ihn da nicht körperlich entfernt. Darauf wollte ich hinaus. Ja, das ist halt das Problem. Da ist dann der Adrenalinspiegel wieder hoch genug. Da hat er ja und dann funktioniert er wieder wie so ein Roboter. Ja, ja, klar. Deswegen stieg ich an genau der Stelle ein, ja. Ja, und die Logik irgendwie, hey, ich habe mir was überlegt, du fliegst immer mit dem Hubschrauber weg und wenn du wiederkommst, hast du Verwundete dabei. Wenn du nicht mehr wiederkommst, gibt's ja keine Verwundeten mehr. Das erinnerte mich irgendwie so ein bisschen an so ein Kleinkind, ne? Das ist also so genau die Logik, wenn Kinder in der Entwicklungsphase sind, dass sie noch nicht ganz verstanden haben, dass auch Dinge außerhalb ihres wahrnehmbaren Horizonts passieren. Ja, diese Unterhaltung erinnert mich an das Boot. Diesen Schwachsinn, den sie da in dieser Langfassung untereinander reden, in diesen zwischen den intensiven Kriegseinsätzen. Das ist halt so dieses auch völlig übermüdet, irgendein wirres Zeug von sich geben. Also der ist ja wirklich auf Kleinkindniveau runter. Tja, das Ganze endet ja dann mit dem wunderschönen Zitat oder endet fast mit dem wunderschönen Zitat: Court martialed for interfering with an officer's bodily function. Das ist im Deutschen nicht so, oder? Keine Ahnung. Ich habe die deutsche Folge wie immer nicht gesehen, oder die deutsche Übersetzung. Ich habe mir die ist nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das ist doch relativ ähnlich übersetzt, ja. Gut, ich weiß nicht, der Endgag, dass dann der General da auf die Latrine geht, die er da irgendwie dann abschleppt, den fand ich ein bisschen schwach. Ich finde das letzte Zitat schön. Das letzte Zitat in der deutschen Version ist von Henry: Wenn wir etwas mehr Courage hätten, würde jeder von uns die nächste Latrine per Anhalter schnappen und nach Hause fahren. Ja, das hatten sie ziemlich gut übernommen. Wo wir gerade über den General sprechen, da kam auch das wunderschöne Zitat: Do we have enough Sherry and Ginger Ale for the General? Und die Antwort: Nobody does, Sir. Ja, das finde ich auch geil. So, ich habe mal wieder zwei Zitate. Ich weiß nicht genau, wo sie gehört. Also das erste war Raider, der erklärt, warum er einen Teddybären hat. Echte Bären sind verboten. Ja, das war auch wirklich gut, ja. Und das zweite war die Durchsage für den Vortrag Akne im Gefecht. Oh Mensch, apropos Vortrag, die Szene habe ich vorhin ganz vergessen, obwohl ich sie mir extra aufgeschrieben habe. Pierce geht ja zu dem Vortrag von Frank und stellt dann da mal so ein paar kritische Nachfragen.
Gott, die armen Schweine, die da sein müssen, müssen sich das einmal die Woche anhören. Krieg ist echt brutal, oder? Ja, aber wie Frank dann auch versucht, Fragen nur von den, wie hieß das, Enlisted Personnel entgegenzunehmen und der eine schnarcht da ganz fröhlich an der Zeltstange und keinem fällt auch auf, dass Hawkeye da dazwischen hockt. Ja, ich glaube, Frank ist da schon aufgefallen, aber was soll er halt machen? Er kann ihn ja schlecht rauswerfen. Ja, aber den anderen, die, okay, wir starren Frank an, bis entweder er tot umfällt oder wir. Ja, die sind in so einer Duldungsstarre irgendwie angekommen, ja. Oder bis der Vortrag hier zu Ende ist. Ja, und dann will dann ja Hawkeye doch wissen, warum. Ja, und dann verfällt Frank darauf, dass die ja drüben auch halt ihre Latrine, die gute amerikanische Latrine haben wollen. Und sie den auch abnehmen wollen. Ja, was ich wirklich spannend finde, denn ich hätte Frank intellektuell durchaus zugetraut, dass er die politischen Hintergründe dieses Krieges irgendwie besser erklären kann oder die weltanschaulichen Hintergründe dieses Krieges besser erklären kann. Dass er dann an der Stelle sich so die Karten legen lassen muss und da wirklich so einen Blödsinn aus der Situation heraus erzählt, ja, das finde ich selbst für Frank ganz schön arm. Obwohl, es ist eine schöne Offiziersantwort. Ich glaube, das ist tatsächlich amerikanisches Getratsche, weswegen irgendwie diese Kriege geführt wurden. Naja, dass es da vor allem vorgeschobene Gründe gibt, das ist ja schon klar. Aber dass man halt sagt, okay, das hier ist eine Auseinandersetzung über Weltanschauungen und das, was da drüben passiert, Kommunismus ist Diktatur und da. Und deswegen sind wir hier, um das freie koreanische Volk zu verteidigen. Und also, ne, dass er zumindest irgendwie sowas da drauf hätte. Ich meine, gut, das ist die ganze Szene darauf designt, irgendwie Frank doof dastehen zu lassen. Aber das ist schon bezeichnend, finde ich. Ja, Deutsch machte er so eine Art Professorenantwort. Ja, wie ich in meinen Ausführungen klar gemacht habe und überhaupt und grundsätzlich, der gibt so eine Politiker-Nicht-Antwort in der deutschen Version, so gefühlt. Und ich habe es mir auch nicht genau aufgeschrieben, was er da vor sich gibt, aber es ist halt so eine komplette Nicht-Antwort. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zu unserem Freund, dem General. Das war der 7. Auftritt von Herb Warland als General Clayton und leider auch der letzte. Also er hat uns seit Yankee Doodle Doktor begleitet und das war's jetzt. Ach, hat er die 500 Meter hier auf der rasenden Latrine nicht überstanden? Nee, wahrscheinlich hat Hawker ihn bis nach Nordkorea gefahren und das hat er nicht überstanden. Ja, also mit der Latrine erinnert mich so ein bisschen ans Camp vor 8 Jahren. Oder war vor 8 Jahren, wo dann auf der Flight auf einmal die ganzen Toiletten samt Besatzung umgefallen sind. Wegen Wind. Ups. War ein bisschen ekelig als Orga. Bisschen ekelig ist gut. Echt ein Scheißtod. Nee, das nicht, aber erstmal samt Person, die sind auf die Türen gefallen. Die saßen erstmal drin. Oh. Gut, danke, dass du das Niveau nochmal mit Militärstiefeln trittst, Sven. Das war kein Militärstiefel, das war CCC-Camp. Ja, nein, aber das Niveau gerade. Naja, gut. Campstiefel sind Militärstiefel. Mit diesem Bild im Kopf kommen wir dann nur zur Bewertung, oder? Warum nicht? Sehr gut. Dann würde ich einfach mal anfangen, damit ihr einen kleinen Moment habt nachzudenken. Ich fand die Folge unterhaltsam. Die hat jetzt, ich sag mal, keine besonders schwerwiegenden Themen oder so berührt. Ich meine, gut, diese ganze Überarbeitung etc. pp., das ist ja immer wieder mal Thema. Aber wie gesagt, unterhaltsam war sie trotzdem. Wird jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber ich würde einfach mal sagen, es reicht für 3,5 von 5. Das M steht für Mobil Latrinen. Ich nehme 6 von 10 echten Bären mit zum Kuscheln, weil ich es einfach ganz oft ganz doll niedlich fand, wie Alan Elder gespielt hat. Ja, ich nehme 2 kichernde Schwestern am Straßenrand und 8 Schlaftabletten. Also eine 10 von 10 Folge? Ja, durchaus.
Ja, ich würde dann mal 6 von 10 eingeschobenen Hollies geben. Ich finde die Folge extrem gut. Ich finde sie gut gespielt. Ich finde sie deutlich besser als den Durchschnitt. Aber sie ist halt auch flach und manchmal nicht so richtig witzig. Also ich bin mir unsicher. Also eigentlich würde ich sie auch höher werten, bin aber der Meinung, bei Mesh gibt es noch echt Luft nach oben insgesamt. Aber es ist eine extrem gute, solide, witzige Folge, die man gut weggucken kann. Ja, mir gefällt die Folge auch sehr gut. Also gerade Alan Alda spielt hier doch sehr überzeugend und sehr bekloppt. Ja, es gibt ein bisschen Luft nach oben, da hast du recht. Ich gebe aber nichtsdestotrotz 8 von 10 Telegramme an den Präsidenten. Ja, und ich gebe nochmal 2 Restbestände aus dem 41er Huhn noch oben drauf. Ich erhöhe doch auf 8 von 10. Habt ihr alle recht. Doch, eigentlich ist es eine gute. Ah, ich gebe nochmal einen drauf, weil ich habe mich jetzt auch geärgert, dass es nur 6 waren. Aber mehr als 7 kriegt er nicht. Weil nur Spielen alleine kriegt nicht mehr als 7. Wenn ihr jetzt noch zusammenkriegt, wer wie viele Punkte gewertet hat, dann seid ihr weiter als ich. Nichtsdestotrotz danke ich euch allen, dass ihr hier wart, um diese Aufnahme zu machen. Immer wieder gerne. Ja, gerne. Das klang, als wenn Froh und Flo noch was sagen wollte. Ja, aber das hebe ich mir für nachher auf. Und ihr da draußen, wir sind euch zwar sehr dankbar, dass ihr euch zugehört habt, aber was Flo zu sagen hatte, werdet ihr niemals erfahren. Also schlaft schön. Damit verabschieden wir uns alle von euch. Bis denn. Nacht. Nachti. Nächtchen. Mesh unterm Messer ist der Name dieses Podcasts und wenn ihr das nicht wisst, dann ist in eurem Podcatcher irgendwas schiefgegangen. Hallo Ali, ich bin der Sven und wir besprechen heute die sechste Folge der zweiten Staffel. Im Deutschen ist der Titel Alle lieben Kim und im Englischen hat man es etwas kürzer gehalten, da heißt die Folge einfach nur Kim. Ich habe heute ein relativ überschaubares Panel an Mitpodcastern. Diesmal nicht mal eine Frau dabei. Mensch, wir lassen echt nach. Sagt trotzdem mal Hallo. Ich freue mich, dass ihr wenigstens da seid. Hallo, und ich werde nicht im Falsett sprechen. Ich bin Kim. Hallo, hier ist der Adoptiv-Sven. Oh Mann. Gut, ja, ich fasse euch mal kurz die Folge zusammen und dann, wir haben heute alle irgendwie wenig zu sagen. Dies sagte im Vorfeld schon der andere Sven, er fände die Folge ein bisschen forgettable und ich fürchte, ich muss mich da anschließen. Schöner Versuch, aber naja gut, worum geht's eigentlich? Ein koreanischer Junge, nicht älter als 5, wird schwer verletzt im Mesh 4077 eingeliefert. Dank des ausgezeichneten medizinischen Personals ist der Junge ziemlich bald wieder ziemlich gesund, aber seine Familie ist nicht auffindbar. Also nimmt Henry Kontakt mit einem nahen Waisenhaus auf und daraufhin entschließt sich Trapper relativ kurz entschlossen, den Jungen zu adoptieren. Seine Frau und die Kinder sind dafür und nur als er dem Jungen die Nachricht überbringen möchte, findet der sich mitten im Minenfeld. Eigentlich sollten Frank und Hotlips auf ihn aufpassen, aber was die stattdessen getan haben, könnt ihr euch schon fast denken. Trapper hat die Vaterrolle ziemlich schnell angenommen und will Kim dann auch sofort retten, rennt dabei ins Minenfeld und wird am Ende mit einer ziemlich waghalsigen Aktion mit dem Hubschrauber aufgehoben und rettet dann auch Kim. Als das dann gerade vorbei ist, taucht dann plötzlich Schwester Theresa vom Waisenhaus auf, die dann auch noch die Mutter von Kim dabei hat. Und so ist Kim dann plötzlich genauso schnell aus dem Leben von Trapper und dem ganzen 4077. verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Ja, und ich glaube, er ist genauso schnell verschwunden aus unserer Erinnerung, denn auch ich fand die Folge eigentlich eher, überflüssig. Also es ist eine sehr klischeehafte Folge. Die Handlung der Figuren, die Figuren richten sich mehr nach der Geschichte, als tatsächlich, was man von ihnen erwartet.
Ich kann schon glauben, dass Trapper den Jungen irgendwann adoptieren möchte, aber das geht mir alles viel zu schnell und das ist auch viel zu schnell wieder vorbei. Also ich bin kein großer Fan. Ja, es ist eine Lückenfüller-Folge, könnte man sagen. Es ist nach dem alten Rezept, das man noch aus der ersten Staffel kennt. Leicht locker, flockig, luftig. Ich würde den Machern sogar zugute halten, dass sie versucht haben, irgendwie ein wichtiges Thema, irgendwie Kriegsweisen und so, irgendwie Familien, die auseinandergerissen werden und so weiter und so fort, dass sie versucht haben, das Thema irgendwie unterzubringen, aber dass dann irgendwie unterwegs die Räder von dem Wagen gefallen sind und ja, das Ganze dann halt auf dem Bauch gelandet ist. Ich habe eine sehr großartige Szene allerdings, wo Pierce dem Jungen was vorliest. Das Thema finden wir viel, viel später nochmal wieder, wo ein ganzer Haufen Kinder, ich glaube, da wird das Waisenhaus, was hier, ich glaube, sogar eingeführt wird, das wird irgendwie bombardiert und dann sitzen da ganz viele Waisenkinder im Mesh. Und da liest Colonel Potter dann aus dem Wartungshandbuch von irgendeinem Gewehr vor. Und naja, so nach dem Motto, die Kinder verstehen es ja sowieso nicht, die freuen sich nur, dass ihnen irgendwer vorliest. Nee, und was macht Pierce natürlich? Er liest einen Schmuddelroman vor. Und als man das dann unterbinden möchte, also natürlich vor allem Frank und ich glaube auch Hotlips, da beschwert sich also die ganze Post-OP, dass er doch bitte weiterlesen soll. Das fand ich echt obergut. Ja, es ist halt in meinen Augen auch wieder so der Versuch, ein ernstes Thema, wie in den letzten Folgen, es ist halt irgendwie so ein krasser Start in diese Staffel, dass man jetzt in den ersten Folgen echt alle schweren Themen mal reingepackt hat. Und ich meine, du hast hier auch ein Minenfeld direkt neben einem Krankenhaus und die haben die Karte zum Minenfeld, das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Weil Minen sind ja eigentlich dann auch geächtet, bla bla bla. Und auch diese ganze Episode mit der Adoption, da hätte ich eigentlich auch noch mehr erwartet, dass man hin und her schreibt, was weiß ich. Und das ist irgendwie, ist es da, aber es ist gleichzeitig so eine Feel-Good, oh, wir machen es alles richtig und oh, wir tolle amerikanische Familie, wir bringen es wieder hin und diese Spielszenen auch mit dem Kleinen, ich finde es dann schön, wo es dann um die Outdoor-Besprechung geht, ne, dass Hotlips ihm erstmal lieber was vorliest und mit dem Wörterbuch die ganze Zeit hier mit dem Bären übersetzen und was weiß ich. Und dass Frank wieder so ein wenig bedürftig wird. Und dann auch so nach dem Motto, oh, in diesem Krieg ist ja alles überfüllt, man nie hat noch eine ruhige Minute. Wir hatten schon ewig keine Besprechung mehr. Genau. Ja, das war der andere Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. We have not had a discussion in a week. What about Monday? I don't mean short talks. Ja. Ja, und ich finde es auch schön, dass die Karte vom Minenfeld nicht unter M liegt, sondern unter B wie Bumm. Ja, das ist das dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ja. Und in der deutschen Version ist es ja dann auch, dass es eine Karte von Berlin ist. Ja, das haben sie im Englischen auch. Ja. Einer meiner Lieblingsgags. Ja. Ja, wo Henry dann aus der Karte vorliest und sagt, so, und wenn ich das richtig gelesen habe, dann müsstest du jetzt genau im Zentrum von Berlin sein. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dieser Witz oder so ein ähnlicher kommt später auch nochmal. Aber das ist sowas, was mir auf jeden Fall immer im Gedächtnis geblieben ist. Für mich auch einer der Lieblingswitze an dieser Episode. Aber man merkt auch, es ist wieder so, es ist wieder ein bisschen flapsiger als in den letzten Folgen. Es ist weniger schwarzhumorig, sondern ja, mehr wirklich auf Lacher getrimmt. Ich meine, so ein Spruch wie, das ist die böse Fee, die selbst die bösesten Hexen in den Schatten stellt, ist ja dann jetzt auch nicht unbedingt tiefgreifend, ist zwar auch wieder nett und fies und so, aber es ist irgendwie, ja, wie gesagt, ich fand jetzt die Folge insgesamt, es ist mir einfach zu viel gute Laune für das ernste Thema, um es mal so auszudrücken. Es ist einfach zu einfach, diese gesamte Folge. Gefühlt. Also es ist, man merkt, sie wollten ein hartes Thema schreiben, aber irgendwie, Ja, sie sind irgendwie so in der Qualität der ersten Staffel hängen geblieben. Da waren wir jetzt von den ersten Folgen der zweiten Staffel dann doch ein bisschen verwöhnt. Ja, und so viel mehr scheint uns gar nicht einzufallen. Furchtbar. Tja. Das könnte alles in einem kürzeste Folge werden. Wie realistisch findet ihr es, dass, ich meine gut, fangen wir mal anders an. Ja, oder ich fange mal anders an. Der Brief von Trapper an seine Frau und wieder zurück, der braucht ja auch ein bisschen. Also wir hatten ja mal gehört, dass da die Postlaufzeiten nicht so kurz sind. Von daher haben sie da schon ganz schön viel Zeit zusammengefasst, wenn der Brief einmal hin und wieder zurückgegangen ist. Ja, Clips hat ja auch zwischendurch den einen oder anderen Brocken koreanisch aufgeschnappt.
Ja, und ich sag mal, der Junge musste ja auch erst wieder gesund werden. Das heißt, auch da haben sie auf jeden Fall, wenn der schwer verletzt war, dann ist der ja nicht innerhalb von ein paar Tagen wieder gesund. Das heißt, insgesamt muss sich diese Folge ja über, und wie oft Henry mit der Schwester telefoniert, also insgesamt muss sich diese Folge ja über Wochen und Monate gezogen haben. Ja, wobei es kommt für mich nicht so gut rüber. Nee, überhaupt nicht. Also deswegen meine Analyse. Genau, also das Vergehen der Zeit wird hier irgendwie nicht gut dargestellt. Da hätte man doch einiges anders machen können und sei es einfach Wechsel der Jahreszeiten oder sowas erwähnen. Dann hätte man das eher schon gemerkt, aber so kommt das wirklich nicht gut in dieser Folge. Ja, irgendwie genau das. Es ist schon, Alle finden den Jungen irgendwie toll und dass sich das so ein Camp dann irgendwie so hier so einen kleinen Jungen dann noch adoptiert, sag ich mal, oder so ein Kind dann halt so quasi adoptiert, das halte ich für absolut realistisch. Und dass sie ihn dann auch irgendwie nicht abgeben wollen und dann an diesem Einzelschicksal sich doch sehr festhalten, das auch durchaus, das, auch das kaufe ich, aber irgendwie, ja, nee, so richtig funktioniert es nicht, ja. Ja. Sven, du sagtest vorhin noch was zum Thema Ächtung von Landminen. Machen die USA da überhaupt mit? Die halten sich aus sowas doch gerne mal raus. Ja, deswegen haben sie ja die Claymores mit. Das sind ja keine Landminen, die werden ja manuell oder mit Stolperdraht ausgelöst. Und es wäre halt einfach, das ist wieder so ein Ding, was mich wundert, das ist wie mit der Geschützfolge. Du willst eigentlich kein Minenfeld an einem Krankenhaus. Also grundsätzlich nicht. Also, weil du hast ja, brauchst ja Landeflächen im Zweifel für mehr Helikopter. Du willst mal irgendwo einen Krankenwagen hinstellen und du willst einfach nicht so nah dran ein Minenfeld. Also, naja, gut, es ist für die Handlung, aber es ist irgendwie so gefühlt. Ja, man kann sich seinen Nachbarn nicht immer aussuchen. Ja, aber wenn es ein altes Minenfeld wäre, hätten sie keine Garde für. Ja, dieses Minenfeld wird ja aber immer wieder mal erwähnt. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie das erwähnen und auch nicht das letzte Mal. Völlig okay. Also es ist halt einfach nur so das Ding, wo ich mir sage, so, wenn ich so der Kommandeur von so einem Camp wäre und das Krankenhaus wieder, wie gesagt, hier Rote Kreuz drauf und so. Ich weiß nicht. Also ich kann es mir vorstellen, dass ein Kind in ein Minenfeld reinrennt, klar. Dass ich dann dieses komplette Minenfeld kartografiert habe und das ist vielleicht auch jetzt Nitpickerei, aber das ist ja auch so ein Schotterfeld. Also ein Schotter-Minenvergraben ist es nun auch nicht unbedingt. Also ich bin da jetzt kein Experte für und sonst was, aber das fühlte sich an der Stelle so mit dem Drehort so, also auch nicht so super rund an. Also die gesamte Folge fühlt sich irgendwie als günstig produziert von der B-Mannschaft an. Also so ein einfach größter Teil der Folge besteht aus einer, wir mögen Kim-Montage. Keine großen Massenszenen, kann nicht viele Leute irgendwie, keine Durchsagen, also ich hätte mir keine notiert von der PA, es ist alles irgendwie gefühlt, dass sich so an als, ja, hier hast du eine Drehpause, hier hast du ein Kind, spiel mal 5 Minuten mit dem Kind, daraus machen wir eine Folge. Ja, das sehe ich ähnlich. Es ist einfach zu wenig Handlung auch da, um die ganze Länge der Folge zu tragen. Es wird zu viel einfach, ja, zu viel vom Gleichen, zu viel. Die Person mag Kim, die Person mag Kim, die Person mag Kim, ja, ist ja toll, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen das Drama. Und dass am Ende dann die Mutter auftaucht und Kim wieder nach Hause muss. So völlig sang- und klanglos, ja. Ja, also so wirklich so ein bisschen getröppelt und Deus Ex Machina-mäßig, ja. Um das jetzt irgendwie nochmal aufzulösen, muss jetzt nochmal eben schnell jemand vorbeikommen. So mit dem Auto, zack und weg und ja. Ja, also es ist kein Twist, es ist einfach ein billiges Ende. Und ja, passt zu der Episode. Ja, es fehlt halt auch einfach der Punkt, wo ich sage, wenn ihr sagt, okay, das Minenfeld kommt öfters vor, ich habe Mesh seit Ewigkeit nicht mehr geguckt, ich habe es nicht immer im Kopf. Ja, kein Problem. Also das, ne, wo ich dann sage, so nach dem Motto, okay, das ist ja ein Standard, da hätte man eine Diskussion haben können. So nach dem Motto, weil Hawkeye ja auch immer so ein bisschen eigentlich gegen Militär und Waffen und so ist und so, hätte da nochmal ein Spruch kommen können. So nach dem Motto, welcher Idiot hat an Minenfeld hingemacht oder was weiß ich. Und das ist einfach so, es wird akzeptiert, dass da ein Minenfeld ist, dann versuchen sie ihn da durchzulotsen und dann kommt zur Rettung der Helikopter, wo ich mir sage, so, warum ist denn überhaupt ins Minenfeld gerannt, wenn man eh den Helikopter hat? Warum mache ich mir die Mühe mit der Karte und versuche da überhaupt einen erstmal durchzulotsen, was ja schon, ich möchte nicht sagen, hirnrissig ist, aber ich meine, so eine Mine ist ja kein Qualitätsprodukt, die nimmt sich, die braucht kein Hand und Fuß, die nimmt sich mit einem von beiden, gibt sie sich zufrieden. Also, es ist halt einfach so, ja, so ein geforstes Ende.
Na, an der Stelle muss ich sagen, da würde ich die Folge sogar ein bisschen schützen oder mich irgendwie davor stellen, denn dass sie erstmal versucht haben, sofort was zu unternehmen, weil sie nicht wussten, wie lange das mit dem Hubschrauber dauert. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass der Pilot sagt, ich habe gar nicht vollgetankt, das dauert jetzt aber noch 10 Minuten oder so. Ja, das sehe ich irgendwie noch ein. Ja, vor allem erstmal das Kind beruhigen und das geht besser, wenn da jemand direkt da ist, als wenn man da über das halbe Feld da ruft. Ja, absolut. Es ist halt einfach nur so, das Ende fühlt sich so ein bisschen... Du hast schon recht, es fühlt sich nicht rund an. Ich habe das mit dem Landminen-Ban übrigens mal nachgeguckt. Das ist auch erst irgendwie 99 passiert, also das hat hier jetzt keine Bewandtnis. Und unter anderem haben die USA nicht unterzeichnet, aber auch Russland nicht und diverse andere Länder, unter anderem übrigens sowohl Nord- als auch Südkorea, waren sich einig, dass sie ihre Minen behalten möchten. Ja, okay, also es ist halt einfach nur so, wie gesagt, nee, im Krankenhaus möchte ich sowas nicht eigentlich, aber... Nee, sehe ich ein. Ja, es ist halt einfach in dieser gesamten Folge so, wo ich sage, so wenn er weggerannt wäre und alle müssten ihn suchen, weißt du? Ja, ist schon richtig. So, Margaret und Frank wollten halt einfach nur snoo-snoo und dabei ist er weggerannt. Und das ist so, wirklich, das ist so einfach. Gut, dann machen wir es uns jetzt auch ganz einfach mit der Bewertung dieser Folge, oder? Ja. Ja, ich fange da mal ganz einfach an. Es ist eine nicht besonders tolle Folge. Ja, irgendwie hat sie einfach für mich überhaupt nicht funktioniert. Schade, dass wir so wenig dazu zu sagen hatten, aber ist halt so, bei Folgen, wo die nicht viel liefern, können wir auch nicht viel machen. Dementsprechend würde ich mal tief in die Kiste greifen und sagen, naja, so 1,5 von 5 unter B für Berlin abgelegten Minenfeldkarten hätte ich dann noch gegeben. Also 1,5 von 5. Ich nehme mal, 3 Weltkriegs, 2 Karten und lege ich noch einen Kuschelbären oben drauf. Von 10. Ja, ich gebe mal 2 von 10 Outdoor-Besprechungen. Hallöchen. Ja, aber auch nur die kurzen. Also das war nichts von der Folge her. Ja, ich stimme euch dazu. Ich gebe 3 von 10 Waisenhäusern, denn die Folge hat mich echt nicht gepackt. Es ist bis jetzt die Schwächste in dieser zweiten Staffel. Wir hatten einen guten Lauf. Leider ist er jetzt unterbrochen. Mal gucken, wie es das nächste Mal weitergeht. Und weiter geht's in einer Woche, wenn es wieder heißt Mess und Mesh unter Messer. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, dass es so eine kurze Folge geworden ist, aber wir wollten euch da jetzt auch nicht länger mit quälen. Und ja, dann macht gut, was ihr gerade macht und bis denn. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Da seid ihr ja wieder. Und wir sind auch hier, zwar nicht in voller Podcasting-Stärke, aber immerhin zu dritt. Wir haben gesagt, zu dritt nehmen wir auf, also machen wir das heute auch. Hier ist Mesh unter Messer. Wir sprechen über die zweite Season und heute über die Folge 7. Die heißt im Englischen LIP, Local Indigenous Personnel. Und ich bin mir sicher, dass es eine ganz großartige deutsche Übersetzung gibt. Arnim, hast du die auf dem Zettel? Ja, die habe ich und die heißt immer einen Schritt voraus. Ja, das ist ja sehr nah am Original. Ja, ansonsten ist da noch der andere Sven. Hallo Sven. Hallo Sven. Und ich bin der eine Sven. der einzige. Nein, naja, gut, lassen wir das. Ja, in der heutigen Folge geht es darum, dass Hawkeye eine Schwester namens Regina freit, die dann doch sehr zögerlich seinen Annäherungsversuchen gegenübersteht, aber dann doch immer so einen halben Schritt weitergeht und so. Das macht ihn so oder so ganz und gar wild, sodass er dann also im Prinzip Doppeldienst schiebt, als ein GI namens Corporal Walker seine Hilfe braucht. Denn der ist mit einer Koreanerin verheiratet, zumindest glaubt sie das.
denn er hat sie eigentlich nur mit von, hat sich eigentlich nur mit ihr von dem Küchenjungen trauen lassen, der war mal, wie heißt das hier, Messdiener. Naja, und jetzt soll er aber relativ bald nach Hause und ja, da muss er jetzt natürlich richtig heiraten, denn die beiden haben zusammen ein Kind. Damit er das Kind adoptieren und die Frau heiraten kann, beziehungsweise die Vaterschaft da anerkennen und so weiter und so fort, muss das natürlich alles durch das Army-Prozedere und das ist selbstverständlich, sagen wir jetzt mal, unnötig komplex und dauert vor allem ganz schön lange. Wie Hawkeye es so schön zusammenfasst, es dauert also im Zweifelsfall einen Monat, um den zu finden, der einem sagt, dass es ein Jahr dauert. Ja, da würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein in die Folge. Also ich fand, eine der besten Szenen der Folge war direkt die Eröffnungsszene, wo sie alle im Kino sitzen. Wie seht ihr das? Ja, ich finde es toll. Also vor allen Dingen dadurch, dass dann Trapper erstmal ordentlich wieder am Rumknutschen ist. Okay, es ist ja jetzt nicht, das ist ja so episodisch bei Mesh, dass ja immer Status Quo zurückgestellt wird. Aber wenn man überlegt, in dieser letzten Folge, die wir alle möglichst schnell vergessen haben, wollte er noch einen kleinen Jungen adoptieren und hat seine Frau über den Klee gelobt. Und in dieser Folge ist er dann so richtig am Rumknutschen und man sieht wieder diese, ich sag mal, Doppelmoral sehr schön gleich in dieser ersten Szene, wobei das Gesicht vom Pfarrer halt einfach göttlich ist in dieser Szene. Also mir hat besonders das Detail gefallen, wie sich Klinger so ganz verschämt den Rock runterzieht. Das habe ich auch extrem gefeiert, ja. Ich meine, der Pfarrer ist natürlich nicht leicht. Die einen haben ja sich irgendwie sogar einen Schlafsack mitgebracht, in dem sie zusammenstecken, damit man vielleicht nicht unbedingt sehen kann, was da in diesem Schlafsack oder dieser Schlafsackhülle passiert. Und, ich glaube, ein Regenponcho. Nennen wir es Poncho, ja. Was, ein Poncho? Okay, gut, das habe ich, ja, hab ich anders gesehen, aber gut. Ja, Poncho ergibt natürlich wesentlich mehr Sinn. Aber ja, praktische Verwendung eines Ponchos. Aber auch wie Raider da ganz fasziniert sein Popcorn futtert und von einer Schwester angehimmelt wird. Ja, das habe ich auch, fand ich auch sehr spannend. Da musste ich an Dela denken. Hallo Dela, die sich da über die Szene sicherlich sehr gefreut hätte. Ist das Lieutenant Kelly, die später auch noch öfter mal vorkommt? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also sie kam mir sehr bekannt vor und ich wusste leider nicht mehr, wie sie heißt und ich habe es daraufhin nachgeguckt. Das Mesh-Wiki auf fandom.com hat zum Glück so eine Bildergalerie und ja, Lieutenant Kelly heißt sie und die taucht auch noch x-mal auf, meine ich. Und ich habe jetzt nicht die Mühe gemacht, um zu gucken, ob sie es wirklich ist, aber gut. Ja, genau. Hawkeye wird ja dann nach diesem Kinodate mit einem Händedruck abgespeist von Regina und ja, ist dann doch sehr geknickt, scheint seine Magie verloren zu haben. Ja, was ich eigentlich nett finde, ist ja die Szene danach, wo Frank in den Sumpf reinkommt und sich in den Geruch aufregt und dann mit seinem Haar und ich habe den Brief und da ist das Haar drauf und dann Trapper fängt an, erstmal diesen Brief quasi zu rezitieren, das ist schon so. Ja, das war schon, ich meine, das ist natürlich wieder oberfies, so ist das nicht, man liest einfach nicht die Post an, Leute, verdammt nochmal. Aber ja, es ist doch leider lustig, ja. Ja, eine Sache, also diesen Spruch irgendwie, wenn jemand reinkommt und so, hier stinkt's, dass ich dann sage, bevor du reingekommen bist, ging's noch, den bringe ich also auch ganz gerne an. Da habe ich mich also sehr gefreut, dass die mich das zitiert haben. 30 Jahre, bevor ich den Spruch das erste Mal gedacht habe. Aber gut. Ja, genau. Und dann passiert ja auch schon das, was ich vorhin in der Zusammenfassung gesagt habe. Ja, als erstes Mal braucht der GI Hilfe mit seinem Sohn. Ich meine, es war ein Sohn, na gut, ist auch nicht so wichtig, aber ja, und das Kind hat nur eine Kolik, das lässt sich also relativ schnell beheben. Aber jetzt hat er noch das etwas schwerwiegendere Problem und natürlich kommt er damit zu Hawkeye. Ja, wobei dieser Spruch auch so schön ist, der Koch war mal Messdiener, ach, deshalb schmeckt hier alles nach Kerzen. Ja. Ja, obwohl das ja auch so, das ist diese ganze Militärküche, wenn du denen mal freie Hand gibst und sollen nur eine kleine Menge kochen, dann können sie es meistens. Doch mal, aber dieses, naja, wir kochen mal für 500 Leute, sorgt dann doch teilweise dafür, dass die Qualität vielleicht runtergeht. Also, und ich weiß ja auch nicht, wo Hawkeye das wieder organisiert hat. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, vielleicht war der Friseur ja mal Koch und kann denn kochen, während der Koch ja mal Friseur war und eigentlich nicht kochen kann oder so ähnliches. So die typische Personalverwirrung. Ja, also ich weiß aus Erfahrung auf jeden Fall, wenn du bescheidene Zutaten hast, dann kannst du daraus zwar eine Menge machen, aber das hat dann so ein bisschen was davon, mit einem Hundehaufen zu polieren, wie man in Fachkreisen sagt. Und wenn dann noch Zeitdruck und schwieriges Equipment und so weiter und so fort da
dazu kommen, was ja nun da alles der Fall sein dürfte, ja, dann rettest du es halt nicht mehr, ne? Jawohl, die nächste Szene fand ich ja persönlich eine der Highlight-Szenen. Ne, wo du sagtest, deine Highlight-Szene. Ich finde die Diskussion im OP so genial, wo diese Schwester auf einmal die Witze macht. Also, wo, im Deutschen sagt ja dann Henry so nach Motto: Ja, da werden ja die Mädels zu Nutten. Und die Krankenschwester dann nur so: Ja, zu Nutten kann ich denen nicht, ich kann ihn nur zu nähen. Ich weiß nicht, was sie da im Englischen sagt, aber ich glaube, der deutsche Witz ist besser. Ja, wirklich, ja. Wobei, ich habe neulich mal für eine Folge, für eine Szene, wo ich einfach nicht verstanden habe, was die von mir wollten und auch irgendwie das mit Übersetzen und Untertiteln hat mir nichts gebracht, habe ich dann auf Deutsch umgeschaltet. Und ich kann mit den Stimmen ja inzwischen so überhaupt nichts mehr anfangen. Also speziell die Stimme von Raider ist im Deutschen so anders, da, ja, also es, ich glaube, ich kann es auf Deutsch nicht mehr gucken. Nee, man muss sich bei so ganzen Serien, also ich kenne das auch so, bei Amazon kriegst du ja eine ganze Menge Serien irgendwie auf Englisch. Wenn die jetzt in Deutschland irgendwie ein Jahr später auf Deutsch laufen, ich kann die so nicht gucken. Also ich muss mich dann einmal auf eine Sprache entscheiden. Und da wir ja über diese ganze, ja auch in der ersten Season so viel über die Übersetzung geredet haben, habe ich mich dann halt fürs Deutsche entschieden. Und ich kann auch jetzt auf Englisch nicht umschalten. Das geht nicht. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich mal den Love-Track angemacht und das war noch viel schlimmer als Deutsch. Also Gott, ey, wie können das Leute mit Love-Track gucken? Ich meine, macht viel Spaß, aber nein. Note to self, Love Track vermeiden. Ja. Wobei es noch so schön ist bei den DVDs, die haben noch so schön gestaltete DVD-Menüs. Das ist mir jetzt bei den drei Folgen aufgefallen, die wir jetzt angeguckt haben. Die sind in dem DVD-Menü bei der deutschen DVD immer unterschiedlich designt. Ja. Ja. Da haben sie damals noch mit Paint richtig Arbeit reingesteckt. Heutzutage, DVD-Menü interessiert mich ja gar nicht. Hauptsache, man kann das Ding starten, ne? Ja, wobei die deutsche DVD-Collection, die ich hier habe, die hat da doch immer noch diese fürchterlichen du würdest kein Auto klauen, warum raubkopierst du DVDs Werbung da am Anfang. Neulich haben sie jetzt ein Auto runtergeladen. Ne? Da hat einer mit dem 3D-Drucker irgendeinen Sportwagen nachgebaut. Also das geht jetzt mittlerweile. Ja, du kannst heutzutage klar. Autos runterladen. Ja, was ich schön fand eigentlich, was für einen Aufwand Hawkeye eigentlich betreibt, wenn er mal interessiert ist. Also ich meine, dieses Dinner im Krankenwagen mit Getanzt, das hat ja schon fast Stil gehabt, ne? Also das, ja. Wobei, den Aufwand betreibt er hin und wieder mal. Also man sieht ihn ja zwischen irgendwie irgendwelchen, also er leiht sich ja doch öfter mal so ein Jeep aus, das Ausleihen, die Anführungszeichen darum habt ihr jetzt nicht gesehen. Doch. Du hast sie deutlich ausgesprochen. Das freut mich. Oder dass er dann irgendwie überhaupt was Nettes mit den Schwestern macht, mit denen er da unterwegs ist. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig selten, aber natürlich hängt er sich hier ins Zeug. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben an der Stelle, ich finde es schon spannend, dass irgendwie der Hauptpunkt wirklich zu sein scheint, dass sie sich in Anführungszeichen ziert. Also dass sie halt nicht irgendwie sofort mit ihm knutscht, in die Kiste springt etc. Ja. Das ist es ja, was ihn ja wirklich anspornt. Also sie zeigt Interesse, aber nicht so viel, da muss er nochmal nachlegen. Ja, wir lernen ja in der nächsten Folge, dass der Versorgungsoffizier von der Einheit Major Houlihan ist, aber wir lernen in dieser Folge ganz klar, dass der Besorgungsoffizier Hawkeye ist. Oh Gott, ey. Ich hatte ganz vergessen, dass wir dich für die ganz flachen Witze rangeholt haben, doch. Ja, nee, also ich finde das auf jeden Fall spannend. Das ist natürlich wieder ein Stück weit dieses alte Klischee irgendwie, ne? So die Frauen, die sich ein bisschen zieren, in Anführungszeichen, die sind dann irgendwie die Spannenderen. Das ist irgendwie so ein Blödsinn, aber naja gut, es ist wohl so ein Tropus, den wir bis heute nicht tot gekriegt haben. Was soll man da von so einer alten Serie erwarten? Besseres. Naja, und jetzt ist die erste Instanz, ich habe ab sofort bei meinen Notizen was geändert. Ich mach's mir jetzt einfacher, Hot Lips und Frank heißen bei mir nur noch Major Quadrat. Die sind ja nicht auseinanderzuhalten. Also in der Szene, wo sie sich dann bei Blake beschweren, dass die ganzen Ressourcen von Raider jetzt da reinfließen, sich um diese Heiratsgenehmigung da zu bemühen, ist das ja nur in absoluter Perfektion, oder? Ja, ich finde diese Szene so göttlich. Vor allen Dingen im Deutschen ist es ja, Frank liegt ja dann auch so auf dem Tisch. Nicht Frank, Henry. Und Raider so, ja, die Majors wollen sie und er nur, sind die Arschlöcher schon da? Okay, im Englischen sagt er nur, they're here, right? Ja.
Ja, also ich habe mir da noch zwei Zitate draufgeschrieben. Das eine, wo er dann irgendwie aufsteht und sagt, watch your language, Frank, or might have to punch her right in the mouth. Also der Witz wird in dieser Serie nicht alt. Nee, und so durchgezogen wie hier haben sie ihn bis jetzt, glaube ich, noch nie, dass er ja wirklich überhaupt nichts sagt. Ja, und im Deutschen sagt er ja, Frank, ich habe nicht gesehen, dass sich ihre Lippen bewegen. Womit reden sie eigentlich? Ja, stimmt, das sagt er davor. Und dann ganz am Ende, Frank, are you going to say anything or are you just going to stand there until the birds come and cover you with leaves? Ja, ich finde es ja schön, wie Frank da die Heiligkeit der Ehe verteidigt. Ja. Und Hotlips sich so völlig aufregt drüber. Das ist wieder deren Bigotterie, die dann wieder für einen Lacher gut ist. Er lernt es auch nicht, ne? Also irgendwie kriegt er es ja wirklich gerade gar nicht klar. Das ist ihm jetzt ja schon so oft passiert und trotzdem nicht. Ich habe den Eindruck, dass übrigens bei diesen Folgen, die wir jetzt besprechen, dass irgendwie ein Schreiber, ich habe nicht nachgeguckt, wer es jetzt alle geschrieben hat, aber ich habe irgendwie den Eindruck, die haben einfach nur eine Episode geschrieben und dann dieselbe Handlung in drei Teilen nochmal neu gemacht irgendwie. Die Geschichte mit dem Major Quadrats, oder? Ja, Major Quadrat haben wir. Wir haben halt die Rassentrennung, wird ja auch wieder angesprochen, hier mit Lip, von wegen mit den Einheimischen und den Schlitzaugen und so. Es kommt ja mehrfach die quasi Abwertung und halt auch dieses Unmilitärische von Henry im Vergleich zu den Major Quadrat. Das sind irgendwie so in den nächsten, also in diesen drei Folgen eigentlich die Themen. Ja gut, also bei dieser Folge haben Larry Gelbart und Lawrence Marks mitgeschrieben. Bei der Kim haben sie auch mitgeschrieben. Das heißt, das kann durchaus sein, dass die da das aus ihrer Mottenkiste gezogen haben. Wobei wir ja nicht darüber sprechen, dass wir immer drei Folgen an einem Abend aufnehmen und die dann irgendwie über die nächsten Wochen verteilt veröffentlichen. Also da reden wir ja nicht so drüber. Nein, das passiert hier nicht. Psst, Geheimnis. Letztes Wochenende kam übrigens gerade das Staffelfinale raus, wo wir das dann das erste Mal nicht zugegeben haben. Ja, und dann kommt ja im Prinzip der wichtigste Teil, also der wichtigste Abschluss. Irgendwann haben sie es dann so weit getrieben, dass nur noch eine große Hürde zwischen oder vor der Hochzeit steht. Und zwar, dass jemand vom Geheimdienst vorbeikommen muss, um ja sich irgendwie Leumundszeugen anzuhören und das, den ganzen Fall zu untersuchen. Und das ist ein ziemlich schmieriger Kerl namens Willis. Mit einem sehr bekannten Gesicht? Ja, er kam mir auch bekannt vor, aber... Darf ich diesen steinigen Weg zu einem Titel beschreiten? Rocky? Ach ja, okay. Das hat einen Moment gedauert, ja. Was ich interessant fand an der Stelle, ist, dass der hier wieder die große Tellermine auf dem Kopf hatte. Ja, irgendwann hat wohl gemeint, ja, die passt zu ihm. Ja, nee, der Witz an der Geschichte ist ja, dass sie eigentlich in Korea müssten sie ja diese Baretts, was ja Henry in der nächsten Folge trägt, haben. Das ist halt so, dass die in den Uniformen, wenn du mal drauf achtest, sobald die diese Ausgehuniform anhaben, ist das bei denen eine absolut wilde Mischung in der Serie an den Kopfbedeckungen. Das ist nie einheitlich. Ja. Auf sowas fällt mir irgendwie immer an der Stelle so überhaupt nicht auf, weil mich so dieser ganze Uniformkram halt auch so überhaupt nicht interessiert. Dito. Aber ja, jetzt wo du es sagst und ich mal so irgendwie die vor meinem geistigen Auge vorbei paradieren lasse, da, ja, doch, okay. Nee, es ist halt so, es ist wieder so auffällig. Geheimdienstmitarbeiter ist der auffälligste von allen in der Ausgehuniform und so. Das meinte ich so. Okay. Ja, also es kann auch sein, dass da gerade irgendwie so ein bisschen, was haben wir überhaupt, was dem passt? Oh, nur das, ja gut, irgendwann rein. Ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass er sich dann ja aber auch da mit einer Geschwindigkeit diese trockenen Martinis reindreht. Und wenn die auch nur ansatzweise die Potenz haben, die sie in dem Laden oder in der Serie so die da so beschworen wird, dann finde ich das sogar ziemlich realistisch, wie schnell ihm da die Lichter ausgehen. Also ich weiß, wenn ich so zwei Gin-Martinis relativ schnell, also die klassischen Dry-Martinis halt, relativ schnell hintereinander trinke, dann dann war's das eigentlich auch für den Abend. Also dann trinke ich den Rest des Abends lieber Wasser und gehe früh ins Bett.
Ja, es ist irgendwie nett gemacht mit diesem Geheimdienstmitarbeiter. Also klar, dass er jetzt erstmal gleich, sobald er hört, okay, der hat ein Kind, nee, das ist nicht zugelassen hier überhaupt. Und er dann auch diesen Rassismus der 50er Jahre der USA, der, auch so nach dem Motto, der Typ ist, also nachher als unterschreibt, sagt er, der Typ ist ja schon gestraft genug, wenn er mit der versucht, eine Wohnung zu finden. Ist schon interessant. Was ich nett fand an dieser gesamten Sequenz, ist dann wieder, als Klinger dann auftaucht, so der Geheimdienstmitarbeiter, so, ja, okay, egal. Und da kommt Klinger ja wirklich da mit dem Kokonbar vorbei und muss die Regina da noch ein bisschen vertrösten. Also Klinger ist da ja echt Kumpel, dass er die irgendwie eine Stunde lang unterhält, solange Hawk irgendwie was anderes zu tun hat. Aber wobei wir wieder beim komischen Koch sind. Der ist es Cockover, aber das Zeug ist paniert. Das hatten sie halt in der Requisite noch irgendwie über oder so. Da muss man jetzt ja nicht so peinlich sein. Das sieht mir irgendwie so nach Chicken Nuggets aus, was die da essen in der Szene. Nee, aber so, würde zum Militärkoch passen. Cockover, okay, habe ich bei ihm für sie mal aus der Fritteuse gemacht. Genau, nach dem guten alten Motto, und dann schütten sie eine halbe Flasche Wein in den Koch. Ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, der Willis ist also irgendwie genau die Art von kaputter Existenz, die in so unmöglichen Umständen irgendwie produziert wird. Oder vielleicht ist es halt auch genau die Art von Mensch, die von so Umständen angezogen wird. Ne? Ich meine, der hat ja nur auch echt einen beschissenen Job, da irgendwie rumzufahren und rauszufinden, ob denn das irgendwie so, also er ist ja wirklich der Arsch. Und auf der anderen Seite halte ich es jetzt nicht für unmöglich, dass es auch sicherlich durchaus die Situation gab, dass sich Frauen gedacht haben, naja gut, ich komme aus der Situation hier am besten raus, wenn ich diesen komischen Ami da vorne heirate. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft sowas vorgekommen ist, wahrscheinlich viel, viel seltener, als die Ami gedacht hat. Aber ja, gut. Es ist halt irgendwie eine total unmögliche Situation und er ist genau die Art von Schmierlappen, die in so einer Situation dann irgendwie entsteht, ne? Ja. Ich meine, also wenn man das Thema mal auf die Spitze betrachtet sehen will, da gibt es einen schönen Film mit dem deutschen Titel Ich war eine männliche Kriegsbraut. Ja, und im Endeffekt, der Typ ist halt einfach so der typische Korinthenkacker Papierschieber, der im Zweifelsfall von solchen Jobs angezogen wird und halt auch bei solchen, ich sag mal, Geheimdiensten, Abschirmdiensten, ähnliches landet. Also das ist ja, wenn du auch die Figur ansiehst, das ist ja jetzt auch nicht der, ich sag mal, Frontsoldat. Ja gut, und er sagt ja auch, I framed more guys than you have operated on. Also ich habe schon mehr Typen in die Pfanne gehauen, als ihr operiert habt. Ich traue ihm das auch durchaus zu, dass er das schmutzige Spiel kann. Nichtsdestotrotz können es ja in dem Fall Trap und Hawkeye durchaus etwas besser. So nach dem Motto, ja, wahrscheinlich bluffen wir, aber bist du sicher, da deinen Arsch drauf zu verwetten? Nein? Ne, gut, dann... Witzig, was noch in der erwähnenswert finde, was in der Mesh-Wiki steht, ist, dass einer der Filme, Bonzo Runs for President, ein Film ist, wo quasi eine Anspielung auf einen Film von Ronald Reagan ist, der ja später dann auch als Schauspieler Präsident wurde. Ja, habe ich mir hier auf die Liste der Fun Facts geschrieben. Also, es gibt den Film Bedtime for Bonzo. Also Gute Nacht Bonzo oder so. Wirklich ein Schimpanse mit Ronald Reagan, wahrscheinlich im Bett. Und dann später Reagan als Präsident. Wobei zu der Zeit war er ja nur Gouverneur. Gut, also da so tief stecke ich da nicht drin, das ist direkt an mir vorbeigegangen. Aber ja, okay, ich hatte mich schon gedacht, so oft wie dieser Bonzo-Kram da irgendwie erwähnt wurde, dass es da irgendwas mit auf sich haben muss. Obwohl in der deutschen Version ist es nur irgendwie das Ding, das Williamsburg zerstört oder irgendwie sowas. Na gut, im Deutschen hätte es wahrscheinlich dann ja auch gar keiner verstanden, oder? Genau, und dann sagt er ja auch irgendwie so, Hocker sagt ja so, ach, hast du einmal gesehen, wie Williamsburg zerstört wird oder so, dann brauchst du es nicht nochmal gucken. Sehr schön. Ich meine, es wird ja auch noch ein anderer Film zitiert, also auf Englisch Flying Leathernecks. Auf Deutsch wahrscheinlich fliegende Ledernacken mit John Wayne, Ward Bond und Maureen O'Hara. Es gibt einen Film namens Ein Leathernecks, der im August 1951 rausgekommen ist.
Und ja, ist auch mit John Wayne, aber weder mit Ward Bond noch mit Maureen O'Hara. Und da kannst du froh sein, dass sie es in der deutschen Mesh-Übersetzung nur mit fliegenden Ledernacken übersetzt haben. Ich habe jetzt mal in der Wikipedia nachgeguckt. Der offizielle Übersetzungstitel ist Stählerne Schwingen oder je nach Sender auch bekannt als Guadalcanal Entscheidung im Pazifik oder Jagdgeschwader Wildkatze. Okay, den habe ich gesehen und zwar unter dem Titel Guadalcanal Entscheidung im Pazifik. Ich muss sagen, Stählerne Schwingen finde ich für Flying Leathernecks als Übersetzung gar nicht so schlecht. Aber Jagdgeschwader Wildkatze, boah. Das ist eine schlechte Übersetzung. Ganz genau. Ja, zum Ende gibt's dann noch eine Szene, wo dann die ganze Zeit gefreite Regina die Maske fallen lässt. Sie war mir, als ich die Serie oder die Folge vor ungefähr 100 Jahren das erste Mal gesehen habe, ab der ersten Minute extrem unsympathisch. Und am Ende wusste ich auch, wieso. Da hat mein Nazi-Radar halt einfach ausgeschlagen. Kein Sex mit Nazis, bam, und was zu trinken kriegen sie auch nicht, denn er nimmt auch noch den Wein mit. So gehört sich das, Freunde. Ja, da hat Hawkeye mal ausnahmsweise Prinzipien. Speziell ab der zweiten Staffel hat er doch relativ starke Prinzipien. Das kommt ja auch in den weiteren Folgen nochmal vor. Das war ja dann auch genau der Charakter, den der Autor des Originalbuches dann irgendwie nicht leiden konnte. Der liberale, nicht rassistische Hawkeye. Oder hätte genau das Gegenteil. Ja, und dann kommen wir zur Hochzeit und Klinger fängt den Strauß, was ich auch nett fand. Ja, wer sonst? Die schönste Braut. Richtig, wobei ich jetzt gerade noch gelesen habe, in Staffel 3 heiratete er ja in der Tat dann auch noch. Ich dachte, er wäre schon verheiratet gewesen. Also bislang haben sie seinen Status für uns noch nicht irgendwie thematisiert. Ja, aber er ist dann in der Tat in der Serie auch wirklich von den Anwesenden auf der Hochzeit die nächste Person, die heiratet. Also passt sogar. Ja, und irgendwie kommen wir einfach zur Folgendiskussion so ein bisschen. Ich komme mit der Folge, auf der einen Seite finde ich sie irgendwie sehr Filler-mäßig, so, auch so ein bisschen so wie Alle lieben Kim. Aber auf der anderen Seite ist es halt wieder, sie hat mehr politischen Inhalt irgendwie. Also ich tue mich mit der Folge schwer, irgendwie ist sie nett. Aber es ist halt so dieses, ja, du selbst mal bei Mesh rein, guckst da mal für 20 Minuten und also ich bin irgendwie so hin und her gerissen mit dieser Folge persönlich. Dann häng da doch gleich mal eine Zahl dran. Nee, ich würde da mit euch erstmal noch drüber diskutieren wollen. Nicht, dass wir bei der Wertung wieder die Diskussion anfangen. Achso, okay. Deswegen dachte ich, wir fangen mal. Ja, das macht ja nichts. Aber gut, ja, also ich sehe das anders. Also mir hat die Folge auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich finde die politische Botschaft natürlich gut. Ich fand sie aber auch insgesamt stimmig. Also ich sag mal, die ganze Abfolge, in welchen Szenen er da jetzt mit der Regina irgendwie unterwegs war und ja, wie viel Aufwand da doch irgendwie drin steckt in diesem ganzen Prozedere. Ja, mit dem Geheimdienstmann haben sie sich ein bisschen sehr einfach gemacht oder der hat es ihnen ein bisschen sehr einfach gemacht, denn das war ja nicht mal Hawkeyes Plan, den betrunken zu machen, sondern der hat sich ja irgendwie die Martinis ja wirklich von ganz alleine reingeschüttet. Ja, bei dem Job würde ich mich auch öfter abschießen. So, von daher, nö, ich fand die Folge schon ziemlich rund. Also mir hat die viel Spaß gemacht, als ich die gestern geguckt habe. Also bei mir ist es auch nicht ausgewogen. Es kann halt auch einfach dran sein, dass man mittlerweile einfach längere Fernsehformate gewöhnt ist. So 45 Minuten oder irgendwie sowas. Das ist, ich sag ja so, von der politischen Botschaft und die Herzensgüte super, aber irgendwie. Diese Auflösung, das ist so wie mit dieser Psychologenfolge vor einiger Zeit. Das ist einfach diese Auflösung, so diese erste Folge der zweiten Staffel, so pop, da ist die Auflösung. So, anstelle, dass sie jetzt irgendwie einen langen Papierkrieg noch machen, wegen diesen komischen Formularen, dass der heiraten kann, dass näher auf seinen Ausflugtermin hingeht und da so ein bisschen Druck hinter ist und so, kommt halt dieser Fuzzi da an, sie machen ihn betrunken und diese ganze Sache ist gelöst, statt irgendwie, es dauert Jahre. Ja gut, also da haben sie wirklich sie haben nicht diesen einen Strang so aufgebaut. Dafür haben sie dann halt zwei doch thematisch einigermaßen passende Stränge einigermaßen gut miteinander verwoben.
Ja, jetzt machen zwei Anekdoten natürlich noch keine Evidenz, aber ich habe da durchaus einen Datenpunkt, der in deine Richtung geht, Sven. Denn ich gucke relativ wenig diese 45 Minuten, eine Stunde Serienformate, die ja irgendwie bei allen Menschen auf der Welt so beliebt sind, außer bei mir. Ich gucke, wenn, dann entweder wirklich ganze Filme, also 90 Minuten plus, oder ja, ich sag mal so YouTube-Format, also 20 Minuten, halbe Stunde, also schon so in dem Format, wie die Serie auch ist. Und ja, mir passt es von daher sehr gut. Das kann durchaus mit meiner, in Anführungszeichen, Prägung da an der Stelle zu tun haben. Ja, das ist so irgendwie für mich, dass ich sage, ich mag das mit der Handlung und so weiter. Aber ich hätte das quasi als zwei Folgen oder so, wenn du sagst, so YouTube-Format, da hast du ja auch dann nochmal einen Cliffhanger am Ende, wenn du diese 20-Minuten-Folgen im Arsch und schalten die nächste Woche wieder ein. Das ist halt irgendwie so. Ja, oder halt, dass die Story dann doch in 20 Minuten passt irgendwie und dann in 20 Minuten auch erstmal erzählt ist, ne? Genau, und das ist halt hier einfach irgendwie so gefühlt, es ist eine tolle Folge, aber es ist, man merkt halt einfach, dass das Format so ein bisschen quietscht. Ja, sehe ich genau anders, aber gut, das kann ja genau an der Vermutung, die du geäußert hast, liegen, also von daher. Also punktetechnisch bin ich so, dass ich sage, von der Story her 8 von 10 Walzern im Mondlicht mit 3 Schritten, aber irgendwie so vom Format her, so vom Schnitt, würde ich halt maximal so auf 6 von 10 Bouquets gehen. Also so storytechnisch echt toll, aber irgendwie von den Sehgewohnheiten komme ich da nicht so ganz mit warm. Also den Mittelwert von 7 von 10 kann ich dann noch im Kopf bilden. Ja. Was hab ich da? Ich hab da 3 vollkommen verkochte Coq au vin und 3 elendlange Papierkriege. Das heißt, du kommst auf 6 von 10, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe? Genau. Okay, es ist witzig. Obwohl du die Folge besser fandst, ist es im Durchschnitt eine schlechtere Wertung. Aber naja, gut, das macht ja nichts. Ja, also mir hat die Folge, wie gesagt, gut gefallen. Es ist keine der Spitzenfolgen. Von daher würde ich sagen, no, das sind schon durchaus 4 von 5 Cockover paniert. Ja, super. Dann machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen. Oder hat noch irgendjemand Lieblingszitate aus der Sendung, die wir noch nicht untergebracht haben oder so? Nö. Nein. Dann sagen wir einfach mal Tschüss zusammen. Ja, ich möchte noch sagen, seid mehr wie Hawkeye. Nazis kriegen keinen Sex und nichts zu trinken. Fangen Sie einen Brautstrauß für uns nächste Woche wieder hier auf diesem Sender. Bis dann. Tschüssi.